a sandwich. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der unheimlichsten Momente in der Netflix-Serie über Jeffrey Dahmer. Come on. I want to show you something. In dieser Liste sehen wir uns die verstörenden und unheimlichen Momente aus der Netflix-Serie Dahmer Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer an. Und natürlich, wenn man diese Serie noch nicht gesehen hat, ist hier die Spoilerwarnung. Welche Szene aus der Serie fandest du erschreckend? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Die Taufe. Manchmal gibt es Zufälle und dann gibt es unheimliche Zufälle. Unter Liebhabern von wahren Verbrechensgeschichten ist bekannt, dass der Serienmörder John Wayne Gacy, auch bekannt als der Killer Clown, am 10. Mai 1994 durch eine tödliche Injektion hingerichtet wurde, dem gleichen Tag, an dem Jeffrey Dahmer getauft wurde und eine Sonnenfinsternis stattfand. Die Serie legt großen Wert darauf, dies zu zeigen, und wie könnte man dies besser tun als mit einer Montage, die alle drei Ereignisse mit gruseliger Musik untermalt. Holy Spirit, for the forgiveness of sin. Das Timing der Ereignisse scheint fast surreal, aber wenn man die Wiederholung vor unseren Augen sieht, fragt man sich, ob hier nicht irgendwie und irgendwo etwas anderes im Spiel ist. Congratulations, Jeff. You're saved. Thanks. Thank you. Platz 9. Konfrontation mit Glenda. Hey, Glenda. Irgendwann werden die Gerüche aus Jeffrey Dahmers Wohnung so schlimm, dass jeder im ganzen Gebäude sie riechen kann, auch seine Nachbarin Glenda Cleveland. Sie meldet ihn schließlich dem Vermieter des Gebäudes, der Dahmer daraufhin aus der Wohnung wirft. Come on, man. You know I just got fired today. I'm sorry, Jeff. People have been complaining. Als er erkennt, dass Glenda dafür verantwortlich ist, besucht er sie, um sie zu überreden, mit ihm zu sprechen und seine Meinung zu ändern. Doch was als schwacher Versuch begann, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, entwickelt sich bald zu einer Konfrontation, bei der Cleveland nicht nachgibt. Die Situation eskaliert sogar noch weiter, als er ihr ein Sandwich anbietet und verlangt, dass sie es isst. Eat the sandwich, I made it for you. I'll eat it later. I want to see you try it. See if you like it. Get out of my apartment. Eat it. Get out of my house. Obwohl nichts passiert, spürt man die Spannung im Raum und kann nicht anders als zusammenzuzucken, wenn man weiß, wozu dieser Mann fähig ist und was höchstwahrscheinlich in diesem Sandwich enthalten ist. Platz 8. Der Albtraum von Somsek. Die 9. Folge der Serie beleuchtet die erheblichen Traumata und Auswirkungen, die Jeffrey Dahmers Verbrechen auf andere haben. Eine dieser Personen ist Somsek Sinta Somphone, der nicht nur von Dahmer vergewaltigt wurde, sondern dessen Bruder Cornerack einige Jahre später von demselben Mann getötet wurde. Relax. I just want to take some pictures. In einer Szene wird Somsek in einem Albtraum gezeigt. Darin versucht sein Vater, mit einem Boot wegzufahren, und Somsek ist an ein Bett gefesselt und schreit, ist aber nicht in der Lage, wirklich zu sprechen. Dann wird er gezeigt, wie er Dahmer dabei beobachtet, wie er an seinem Bruder experimentiert. Es ist ein kurzer, aber erschütternder Traum. Watch what happens. Platz 7. Jeffreys Friedhof-Fantasie. In einigen Szenen wird Dahmer gezeigt, wie er mit der Polizei spricht und seine Geschichte und Geisteshaltung bei der Begehung seiner Verbrechen erklärt. In einem Fall beschreibt er, wie er in einer Zeitung eine Todesanzeige für einen 18-jährigen Mann sah. Da er ihn für attraktiv hielt, erzählte er dem Beamten, dass er vorhatte, sein Grab auszuheben, nachdem er an seiner Beerdigung teilgenommen hatte. And what did you plan on doing? Dahmer wird dann gezeigt, wie er bei der Leiche liegt. Glücklicherweise offenbart er, dass sein Plan scheiterte, da der Boden zu hart war, um ihn aufzugraben. It was March and the ground was too hard and it would have taken forever, so. But I wish I could have dug him up. Doch die Darstellung seiner Fantasie lässt uns nicht nur erschaudern, sondern gibt uns auch einen Einblick in seine zutiefst gestörte Psyche. I guess I just. I hope that he could be. Somebody that
wanted to see a movie that I wanted to see. Platz 6. Das erste Opfer. Als Jeffrey Dahmer eines Tages nach Hause fährt, nimmt er einen Anhalter Stephen Hicks mit. Er verspricht ihm, ihn zu einem Konzert mitzunehmen, lädt ihn aber zunächst zu sich nach Hause ein. How about this? I was just headed home to crack open a few brewskis. How about you come with me? We have some weed, drink a few beers, have some weights. And then I'll drive you out there. Yeah, man, that sounds great. Die Begegnung ist zwar zunächst freundlich, aber es wird schlimmer, als klar wird, dass Dahmer nicht die Absicht hat, ihn zu fahren und ihn dann anbaggert. What the? What the? I mean, why'd you do that? In einem Anfall von Wut greift Dahmer Hicks an und tötet ihn dann. Was Dahmer danach tut, ist geradezu verstörend. Und die Zuschauer, die Dahmers Geschichte kennen, bemerken, dass dies letztendlich ein Wendepunkt ist, an dem es von nun an nur noch bergab geht. Platz 5. Infinity Land. There's this game I made when I was a kid. It's called Infinity Land. Die Serie beleuchtet, wie Dahmer seine Opfer angelockt hat. Die Geschichte eines Opfers, die sehr detailliert geschildert wird, ist die von Tony Hughes. Bei ihm sehen wir, wie Dahmer das tut, was er immer wieder und konsequent getan hat. Eine Ausnahme ist hier, dass Dahmer gezeigt wird, wie er mit ihm ein Brettspiel spielt. Das Spiel mit dem Namen Infinity Land, das Dahmer entwickelt hat, ist einfach genug. Aber wenn man hört, wie Dahmer die Regeln erklärt und die Spielfiguren aufdeckt, erschaudert man. If your guy gets too close to mine. He disappears into the vortex. Dieser Moment dient als dunkle Vorahnung und Vorläufer einer verheerenden Tragödie. Das Einzige, was noch erschreckender sein könnte, ist, wenn Dahmer gezeigt wird, wie er nach Hughes Tod ein Stück Fleisch isst, sodass die Zuschauer zwischen den Zeilen lesen und die offensichtlichen Auswirkungen erkennen können. Platz 4. Die Schaufensterpuppe. Um seine Bedürfnisse und seinen Wunsch nach Gesellschaft zu befriedigen, stiehlt Dahmer eine Schaufensterpuppe aus einem Bekleidungsgeschäft. Er nimmt sie mit nach Hause und tut, was ihm gefällt. Mitzuerleben, wie Dahmer durch eine bloße Schaufensterpuppe aufgeregt und erregt wird, ist ebenso verblüffend wie bizarr und gestört. Das seltsame Verhalten, das er an den Tag legt, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Und die Tatsache, dass er die Puppe sogar zu seiner Großmutter bringt, lässt uns erschaudern. Glücklicherweise verrät seine Großmutter später in der Serie, dass sie die Puppe losgeworden ist, was dem Ganzen ein Ende setzt und den Zuschauern weitere Szenen erspart, in denen Dahmer sich unheimlich mit der Schaufensterpuppe beschäftigt. Platz 3. Der Kopf. Das hier ist so schlimm, dass wir es nicht einmal zeigen können. Die Beseitigung aller Beweise nach dem Mord an Stephen Tomey im Ambassador war schon schwer genug mit anzusehen, aber die Schlussszene der Folge The Good Boy Box könnte die gruseligste von allen sein. Als Dahmers Großmutter das Haus verlässt, sieht man ihn in der Küche ein Messer in die Hand nehmen. Dann sieht man ihn, wie er eine Schachtel öffnet, den Inhalt spielerisch in die Hand nimmt und ihn dann küsst. Es ist erschreckend und etwas, das der Zuschauer nicht vergessen kann. Platz 2. Tracys Begegnung mit Dahmer. Als Tracy Edwards die Wohnung von Jeffrey Dahmer betrat, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte. Oh. What is that smell? Womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, war das, was er während seines Besuchs durchmachen musste. The f***? What? What are you doing? Nothing. For the photos. Vom Anlegen der Handschellen bis zum Beobachten von Dahmers bizarrem Verhalten, während er sich der Exorzist 3 ansieht, ist es für die Zuschauer ein schaudiges Erlebnis, das nicht leicht zu ertragen ist. Go! Okay! What are you doing, man? Stop trying to leave. Okay. I told you I'm gonna pay you. Okay? Und fangen wir gar nicht erst an, als Dahmer sich auf Edwards Brust legt, um seinen Herzschlag zu hören. Zum Glück nutzt Edwards hier die Gelegenheit zur Flucht und findet kurz darauf die Polizei, die Dahmers Schreckensherrschaft ein für alle Mal beendet. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Die beinahe Flucht von Conorak. Eine weitere Person, die ebenfalls einen unangenehmen Besuch in Dahmers Wohnung hatte, war Conorak Center Somphone. Als er nach dem Aufwachen die Gefahren eines möglichen Aufenthalts in Dahmers Wohnung erkennt, versucht Center Somphone zu fliehen, obwohl er kaum bei Bewusstsein ist. Yo, Hank,
kid, what are you doing? Obwohl er von einer Gruppe von Frauen gefunden wird und sogar die Polizei vor Ort ist, trifft Dahmer ein und kann die Beamten davon überzeugen, dass Cynthas Somphone volljährig und er sein Begleiter ist. Wait. You're just gonna let him take this baby back inside? Ma'am, he's telling me this is where they live. We're gonna take him back inside. Wait, y'all don't at least want to find out how old this boy is first? Ma'am, he says that's his boyfriend. We'll handle it from here. Really sorry about this, everybody. Nicht nur das, die Beamten begleiten Dahmer und den Jungen sogar zurück in die Wohnung. Son, you had a little too much to drink, okay? Well, you know, I tell him that all the time, he just doesn't listen. Als die Polizisten gehen, wissen die Zuschauer, was als nächstes kommt und können sich nur noch vorstellen, welche Schrecken der Teenager erleiden muss, wenn Dahmer zu seinem Bohrer greift. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.